So, willkommen zu meinem nächsten Let's Play, und zwar Kirby und die wundersame Spiegelwelt. Und ja, ich denke mal, gleich wird Story kommen, deswegen warte ich noch mit meiner Erklärung, ne? Also, wir warten. In der Zeit trinke ich noch einen Schluck von meiner leckeren Limo. Ah, lecker, lecker. Ja, los, Story. Ah, gut. Über dem Himmel von Traumland. Die Spiegelwelt ist in Gefahr. Ja, lustig. Aus heiterem Himmel ist hier das Chaos ausgebrochen. Ah, passiert halt manchmal. Um Traumland zu schützen, fliegt Metanite in die Spiegelwelt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Doch dann kam Kirby. Bäm. Und auf einmal waren es 4. Lustig. Warpstar Power. Swoo. Und da fliegt Meta Knight. Dark Meta Knight. Keine Ahnung. Ja, das war das Opening. Und wir starten einfach. Spiel starten. Ein Spieler. Los geht's. Da war er. Los, hinterher. Also, Kirby und die wundersame Spiegelwelt. Ein weiterer Kirby-Teil von mir. Allerdings. Oh mein Gott. Ist er diesmal komplett blind? Ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Denn hinter diesem Spiel steckt eine kleine... Kommt ihr? Geschichte. Hallo. Wollte gerade sagen, ja. So. Ja, mach auf. Geht doch. Bam. Denn das Lustige an diesem Spiel ist, ich wollte es immer haben. Nur manchmal gab es es halt nicht da, wo ich gewohnt habe. Beziehungsweise wo ich es mir kaufen wollte. Und wenn ich dann das Geld hatte, war das Spiel nicht mehr da. Und dann war ich natürlich so blöd und habe mir ein anderes Spiel geholt. Und dann, ja, dann hatten sie es wieder, diese netten Leute. Und Schwert. Witz. Oh. Also, oh, wie ich schon merke, haben die Dinger hier andere Moves, also neue Moves. Zum Beispiel diesen lustigen Move hier. Ich merke jetzt schon, Schwert wird hier wieder cool sein. Cool, wir können sogar so... Egal. Auf jeden Fall, es ist komplett blind und manche Leute wollten ja ein Blind-Projekt von... Wo hat der Eis her? Egal. Manche Leute wollten ja ein Blind-Projekt von mir sehen. Und ja, hier habt ihr es. Kirby and the Amazing Mirror. Und eine Karte. Ich kenne dieses Spiel wirklich überhaupt nicht. L und R einsetzen. Rufe Hilfe mit R. Achte auf deine Batterien. L halten, Neustart. Ja, Kirby hat so ein lustiges Handy. Oh. Meta Knight gegen Dark Meta Knight. Und Dark Meta Knight gewinnen, natürlich. Und zerstört den Spiegel. Und geht da rein. Ah, und ein Schatten Kirby? Keine Ahnung. Regenbogenroute. Mal schauen. Schwert, Schwerthieb, ja. Select umschalten. Eine Karte. Wie gesagt, es ist blind, deswegen haut mich nicht, wenn ich noch nicht alles verstehe, aber... Nein! Ich will Schwert behalten. Fatz. Boah, das Schwert ist jetzt schon geil. Ich will gar nichts anderes haben. Wie gesagt, wir gehen jetzt zusammen dieses Spiel an. Und... Nein, mein Schwert! Und ja, nehmen wir halt Elektro. Wie man sieht, immer wenn man Gegner angreift, sieht man unten den Namen. Boah. Britzel. Und ja, eine Lebensleiste, die sehr schnell abnimmt. Lustig. Rollnit. Geil.
Wie gesagt, ich freue mich irgendwie dieses... Wie geil. Ich freue mich irgendwie dieses Spiel zu spielen, also... Ich habe es wirklich noch nie gespielt und... Ja. Zwei Wege? Oh, bist schön. Psst. Psst. Oh, Fighter Kirby. Ach, hier kann man also sehen, wo die anderen sind. Ach, eine Welt, ja. Oh, lustig. Ah, jetzt habe ich meine Kumpels gerufen. Moment, ich muss noch ein bisschen klarkommen mit meinen... Ah, so. Und Fighter Kirby. Ah, und, er kann so ungefähr die gleichen Moves wie in Kirby's Fun Pack. Lustig irgendwie. Oh, aber so, Select wieder. Ja, bam. Und ich werde so viel Spaß, glaube ich, an diesem Spiel haben. Ich habe jetzt schon Spaß und wir sind gerade mal im ersten Level. Oder was auch immer es ist. Oder ist das nur so ein Tutorial-Ding? Bam. Die Musik ist auch aus Kirby Nightmare in Dreamland. Also die ist mir bekannt. Oh. Oh. Hätte ich das machen müssen? Und die Engelfähigkeit ist in diesem Teil hier zum ersten Mal Amoria. Damit können wir frei fliegen und... Bogen schießen, das ist cool. Natürlich gucken wir mal hier, ob hier irgendwas ist. Nee, nur ein Suizidgegner. Lustig, lustig. Und entschuldigt auch, wenn ich irgendwie nicht so viel zu dem Spiel... Hallo? Ich war grad so... Wenn ich nicht so viel zu dem Spiel zu sagen habe, weil es ist blind und... Neue Musik. Bam. Gragant. Bam, bam, bam. Nein. Und wir finden eine grüne Karte. Gebiet 2. Ach. Moment. L und R. Ah, wie geil ist das denn? Also, so wie... ich es sehe, läuft dieses Spiel nach dem Prinzip, also man kann es sich so ungefähr vorstellen, wenn ich es richtig sehe, wie der Subraum-Emissär bei Super Smash Bros. Brawl. Also wenn ich jetzt nach unten lang gehen würde, würde ich in das sechste Gebiet bzw. die Welt 6 kommen. Wenn ich nach oben gehe, Gebiet 1. Diese Dinger mit Pfeilen sind... Wenn ich es richtig vermute, die Räume ohne zurück. Also ich könnte jetzt nicht mehr von dem, wo ich jetzt bin, nach da gehen. Und da müssen wir hin. Also jetzt ein nach da und ein nach unten. Ja gut. Oh, und ich sehe es schon, ich werde in diesem Spiel öfters mal die Karte zur Hand nehmen müssen. Wir nehmen mal einen Boomerang. Okay, da ist nichts Neues, nur dass ich den Boomerang ein bisschen steuern kann. Aber egal, ist trotzdem cool. Oh, Miniboss-Time. Der lustige Dr. Eisbart, so heißt er also. Der lustige Arsch. Robben, Walross, Ding. Hat er immer noch die Frostfähigkeit? Nein, auch die Eisfähigkeit. Sei bewusst. Verstehe. Bam. Einfach lustig. Und hier können wir unsere Fähigkeit aussuchen. Also entweder die... Bombenfähigkeit. Bombenfähigkeit. Wie geil ist das denn? Bam, bam.
Die läuft irgendwie ein bisschen flüssiger als wie in Kirby's Fun Pack. Oh, lustig. Und wenn wir hier drauf drücken, dann verbinden wir irgendwelche Punkte. Ah, ein Warpfeld. Also, wenn wir jetzt hier reingehen. Ah, wie geil. Na dann, nehmen wir mal die Bomben. Sup, sup, sup. Bam, Schluckwart hier. Bam. Bam. Oh, wie geil. Noch. Ich habe eine neue Lieblingsfähigkeit. Okay, ne, doch nicht. Sie ist einfach geil. Bam. Friss Bomben. Bam. Ich habe eine lustige Linkmütze an, nur in Blau. Und Blau ist meine Lieblingsfarbe. Uah, Moment. Mir fällt gerade auf. Ich weiß gar nicht, wo. So, jetzt nach unten. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal... Ich glaube, ihr werdet es nicht merken. Aber ich werde jetzt mal einen kleinen Schnitt machen, um zu gucken, wie die Aufnahmen sind.